Jo, wir sind heute hier in Lade 1 auf die Straße, weil zeigt die Jungs. Hey, Agro TV, heute wird Abrissecco gegen Erkan. Es geht los, let's go. Erkan, was geht ab, Bro? Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ey, dafür, dass deine Hand fast gebrochen ist, Digga, kannst du gut noch so... Du hast heute ein bisschen Vorsprung, aber wir machen das schon. Für das, was wir heute vorhaben, brauchst du deine Hände gar nicht. Okay. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Das heißt, niemand hat heute einen Vorteil. Leute, heute 1 gegen 1 versus Erkan, Digga. Wir machen Tor an Tor. Der Verlierer kriegt am Ende eine saftige Bestrafung. Also bleib bis zum Ende dran. Cousin, was war nochmal die Bestrafung? Weißt du, hab ich ja gesagt. Bart abziehen. Digga. Lass dich mal ein Bart, wie du? Nicht Bart abrasieren. Bruder, kennst du das, wenn du mit Pinzette hier einmal so dick... Ja, aber bei mir ist das härter als bei dir. Nein, ich schau, bei mir tut's genauso weh, glaub mir. Ja, ich hab bei klar. Wie oft denn? Weiß nicht, wir sagen, wie oft wollen wir machen? Zehnmal ist gut. Oder glaub mir, das tut so weh. Das tut so weh. Okay. Du gewinnst? Ja, wir werden jetzt sehen, Leute. Wir werden groß tönig spielen. Leute, auf jeden Fall checkt Erkan auf jeden Fall ab, Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, Leute, wir gehen jetzt... Was? Ach so, stimmt! Ah, Leute, wie konnte ich das vergessen? Boah, an der Stelle übergebe ich direkt schon an dich weiter. Ich würde mal sagen, auf die Plätze. Dann können wir das Spiel beginnen. Let's go. Auf ein gutes Spiel. Viel Glück, Jungs. Ja, stimmt. Ja. Irgendwie so, auf jeden Fall. It's challenge time. Let's get ready to rumble! Also, Ladies and Gentlemen, wir sind auf jeden Fall heute sehr, sehr gespannt. Wir beginnen das Spiel hoffentlich ganz gemütlich und mit schöner Ruhe und Gelassenheit. Ich würde mal sagen, wir überlassen das Spiel den beiden Kandidaten und den beiden Rivalen und gehen hinter die Absperrung. So, Freunde, der Spielball heute neu gekauft. Ich würde mal sagen, Jungs, ich wünsche euch beide viel Glück. Und ich würde mal sagen, 3, 2, 1. Ey, was soll das? Wie? Aber ich muss echt sagen. Ja, wie? Das ist nicht unfair. Wie? Nein, passt. Alles gut, das war für mich Mitte. Das war für mich Mitte. Abi-Start. So, der erste Schuss von Erkan kommt. Ey, holt schön aus. Und Schuss. Aus Versehen, Mann. Anhand dieses Schusses haben wir schon gesehen, in welche Richtung das heute gehen wird. Das heißt, ich werde heute den Sieg holen und schön Bart. Heute mal den Friseur spielen, ne? Mit Bart und so, ne? Ein bisschen pieksen und so. Leute, glaubt mir, das ist so schmerzhaft. Also ich würde mal sagen... So schmerzhaft, glaubt mir. Ne, guckt euch diesen Bart an, Digga. Ey, Junge, ich werde hier so... Einmal rein, bitte. Jetzt kommt auch Serko der Schuss zum Schuss. Serko schießt. Oh, sauber! In die rechte Ecke! Wer den Ball länger als 10 Sekunden hält, kriegt eine gelbe Karte. Ja, Serko, ganz, ganz nah an der gelben Karte gewesen. So. Wow! 1-0! Für die linke Ecke, Seko trifft mit dem 1-0 und ist Leute... Bescheid, Digga, 1-0. Ihr wisst Bescheid, auf jeden Fall 1-0, 1-8-7, so auf jeden Fall so. Also Leute, 1-0 für die linke Ecke, ich würde mal sagen, Erkan ist jetzt auf jeden Fall aufgewärmt. Konzentriert! Wow! Wow! Natürlich war der! Natürlich! Da hat keiner gegen eingegriffen. Der Seko ist auf jeden Fall komplex. Ja, ja, der steht da, guck mal, der kriegt seine Klappe nicht mehr zu. Ja gut, aber der, ne? Aha. Der wird jetzt besser. Okay, aufpassen. Wow! 2-1, Ladies and Gentlemen! Ihr wisst Bescheid! 2-1, Ladies and Gentlemen! Ich würde mal sagen, wir kommen dem Ziel immer näher. Links 2, rechts 1. Und Schuss von Seko. Und 3-1! Ladies and Gentlemen! 3-1! Für die linke Ecke. Seko, was sagen Sie zum Spielverlauf? Ich bin glücklich. Paulus, 2 Punkte habe ich gewonnen. Was? Was hat er gesagt? Weiter, ja, da geht der Ecke. Schon? Nee, voilà. Also, ich war noch 2 Punkte. Irgendwie sowas. Und! Sehr schlau. 3-2. Eko holt auf. Erkan. Nein, Eko, fresh. Erkan holt auf. 3-2. Schöner Schuss. Oh, der war drin. Ladies and Gentlemen, der war drin. Nur mit deinem Gesicht? Da machst du es mit dem Gesicht, mein Freund! Wiederholung! Regie, Wiederholung! Habib! Habib! Habib, Wiederholung, Habib! Danke, danke, danke! Liebe Grüße an die Regie, Habib natürlich. Fühl dich gegrüßt. Wir vermissen dich hier alle. Weiter geht's. Ich bin sprachlos. Langsam hat Erkan gecheckt, ich bin sprachlos. Wenn er nicht Hand nehmen kann, muss er einfach nur das schießen, wo er nur Hand nehmen kann. Richtig! 4-3. So, Seko ist am Ball. Ja, ja, ja. Oh, 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 schöner Schuss. Holt sich Erkan den. Ei! Ausgetrickst! Ausgetrickst, Ladies and Gentlemen! Ausgetrickst! Ein Tor noch und dann kommen wir jetzt zur Halbzeit. So, wir hören hier wieder aus der linken Ecke wieder Rumgeheule. Und Schuss! Wow! Wow! Seko wieder am Ball. Seko wieder am Ball.
Schuss! Der war drin. Ja. Ladies and Gentlemen, 5-4. Ein Ronaldo-Schuss. Und wir gehen zur Halbzeit. Auf Seco Ronaldo. Und wir gehen in die Halbzeit, Ladies and Gentlemen. Let's go, Digga. Scheiße, wie soll man das halten? Das sind die krassen Schüsse einfach. Das sind die krassen Schüsse, das würde ich auch mal sagen. Ich darf ja auch keine Hand nehmen. Ja, aber Digga, ich kann gar keinen halten. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen, wir sehen hier auf jeden Fall sehr viele Unstimmigkeiten. Wir gehen in die Halbzeit, 15 Minuten Pause und dann sehen wir uns wieder im Stadion. Was sagen Sie zum Geschehen? Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir sind in guter Form heute, merke ich, ne? Wir sind in Führung, wir wollen es ausbauen, wir wollen heute gewinnen. Ja, und wie gesagt, die Bestrafung wird hart, deswegen müssen wir heute auf jeden Fall Gas geben. Alles klar, gehen wir mal zur linken Ecke. Erkan, was sagen Sie zum Geschehen? Ja, meine Frau, mein Kind guckt zu. Ich muss eigentlich gewinnen, aber... Ja, ich habe mit dem Partner gesprochen, dass er mich vielleicht ein bisschen gewinnen lassen soll. Okay. Ja, aber ist da auch Geld geflossen? Nicht wirklich, aber ich dachte auf korrekt, weißt du, was ich meine? Mach das, ich überweise dir mal gleich 20, 30 Cent. Okay, korrekt. Ladies and Gentlemen, wir beginnen die zweite Halbzeit. Beide Spieler sind auf jeden Fall mit einem durchdachten Kopf in die Kabine gegangen und ich hoffe auch mit einem durchdachten Kopf wieder auf dieses Spielfeld. Ich sehe, Erkan ist auf jeden Fall sehr, sehr hungrig und sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Ich würde mal sagen, Anpfiff, wo ist unsere menschliche Pfeife? Sauber, let's go! Wow, was war das denn? Der schwingende Affe oder was? Was war denn das? Der schwingende Affe. So, wir haben ein 5-5, Ladies and Gentlemen. Wir haben ein 5-5. Oh, wow, wow, yippie! Fast hätte ich die gelbe Karte gezückt. Ja! Und wir gehen wieder zum nächsten Tor. 6-5 für die rechte Ecke. So, holen wir ihn, holen wir ihn. Oh, 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 Erkan, Sie haben die Linie überschritten. Das nächste Mal gibt Gelb. Bruh. Da müssen wir eingreifen, Leute. Eine menschliche Pfeife, bitte. Warum? Sie haben den Ball einmal aus dem Spielfeld geschossen. Das geht nicht. Das nächste Mal gibt's Rot. Seko ist auf jeden Fall ganz, ganz aufgeregt und... Schießt auf Tor! 7-5 für die rechte Ecke. Er kommt mit dem Freudentanz. Der Freudentanz. Und hip, hip, hop, hip, hop, hop. Und es geht direkt weiter. Ausgetrickst. Erkan. Ich hab's nicht gesehen. Menschliche Pfeife! Oh nein, sorry. Gelb! Warum? Du lass dich aus dem Stadion schießen. Das nächste Mal gibt's Rot, Freund. Was passiert daran? Rot raus! Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Erkan am Ball. Yippie, scheiße. Yippie. So, Seko. Seko holt auf. Wow. 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 Film mal mein Gesicht. Wow. Seko wieder am Ball. Seko. Oh, sehr schön. Oh, Baby. Oh, Baby. Kurz Interview. Eine Umarmung. Hey, du schießt, da geht sowas nicht. Warum nicht? Das ist parteiisch. Das stimmt, hast das recht. Denn? Das nächste Mal gibt's Gelb, Seko. Das hat er doch nicht ernst gemeint. Wollen Sie rot sehen? Er zittert! Zitter nicht! Ich hab doch nur gesagt, was wäre, wenn du rot kriegst, Habibi! Siegerschuss, als Ansage! It was at this moment that he knew. He fucked up. Mit Ansage, au! Oh, er schießt ihn ab! Und der Ball kommt! Und der Ball ist wieder im Game! Ich weiß nicht, Bruder, das war eine Mischung aus Kopf, Nase und Auge. Sauber! 9-7? Ja. Der ist rüber. Seko wieder am Ball. Erkan versperrt die Sicht. Seko geht ein paar Schritte zurück. Er versperrt die Sicht. Oh, oh, und er macht ihn! Ladies and Gentlemen, wir haben einen Sieger! Ladies and Gentlemen, Seko macht das Game heute fit! Seko, was sagen Sie zum Sieg? Ich bin so glücklich. Ich danke meine Familie. Ja, super. Meine Freunde, danke schön. Spenden Sie irgendwas? Was machen Sie mit dem Gewinn? Ja, spenden wir. Ja. Wohin? Welche Stiftung? Kinderhospiz in Duisburg. Gibt es zu Hause Ärger? Ja, wir haben zwar verloren. Ja, ich sehe schon enttäuschende Blicke aus der Ecke da hinten, aber... Ich kriege heute zu Hause vielleicht Schläge.
Gibt's heute Abendessen? Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich auch draußen schlafen. Aber wir machen das schon. Wir machen das schon. Trotzdem gut geschlagen. Danke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. So Leute, willkommen zur Bestrafung. So, und zwar, Leute, mit Pinzette Barthaare abziehen. Das ist so, so schmerzhaft. Man hat mir gesagt, komm Fußball spielen, wird witzig. Egal, zieh durch, Lo. Bist du bereit? Ich bin ready. Boah, Leute, das ist so schmerzhaft. Oh, ja, 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 ja. Oh, shit. Leute, das ist so schmerzhaft. Oh shit. Er hat sich heute wegen mir, Lu. Echt jetzt? Ja, ja, weil ich so. Ja, weil er so. Nein, alles gut. Er denkt halt Schmerzen. Er kam jetzt zu dir. Ehrlich? Der guck Arme. Wegen dir heute jetzt, Mann. Es war doch nicht so gemein, Bro. Den Schmerz hab ich sogar gespürt. Boah, das wird jetzt wehtun. Ah, Digga. Jetzt scheißen wir richtig rein, ne? Unten, hier. Jetzt bleib ich ein Mann. Geil! Ich glaube, hier oben, ich glaube, hier unten tut richtig weh. Komm her. Sollst du sagen, wo am schlimmsten ist? Ja. Ist am schlimmsten. Doch mal, Mero, gib doch nicht. Oh ja! Geil! Wie viel haben wir? Wie viel haben wir noch? Ich glaube, zwei oder drei, ne? Echt? Ich das ist befreiend, das ist erlösend, Leute. Und? Wie fandst du es? Nee, war schon okay. Ja? Ich bin doch immer noch ein Mann, Bruder. Ich hab doch sowas aussehen. So Leute, auf jeden Fall das war's mit dem Video. Auf jeden Fall, du hast hart, knaller durchgezogen, stabil, ja, Digga. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt unbedingt Erkan, checkt die Jungs, checkt Ali, checkt Miche, alle Links in der Beschreibung. Checkt mich ruhig ab so, ne, aber das letzte Video von mir war vor einem Jahr so. Ja, aber also, du musst so auf jeden Fall wieder reinkommen, safe. Ja. Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, bis zum nächsten Video, haut rein. Ciao.